Hallo zusammen und willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Ich freue mich schon. Okay, wir machen weiter und wollten uns jetzt mit der nächsten indirekten Hauptaufgabe beschäftigen, die ja scheinbar doch nur eine Nebenaufgabe ist, denn zumindest wird sie uns als eine solche angezeigt. So, und dafür müssen wir einmal vorne in Richtung des Tempels gehen. Tempel der Sachmet in Jarmu. Wir sollen hier mit einem Priester reden, der ein alter Bekannter von unserem guten Bayek ist und dementsprechend vielleicht erste Informationen über den Ort und auch über Alexandria liefern kann. Oh ja. Ich möchte unbedingt einen neuen Jagdbogen haben. Das ist richtig ärgerlich, dass wir alle Bögen finden, außer den, den ich wirklich haben möchte. Ah, sieht schon toll aus. Okay, wir wollen keine Zeit verlieren. Mensch, nee. Auf geht's in den Tempel. Hier waren wir schon mal. Jetzt ist nur die Frage Hypostylhalle, wo wir hier unseren Priester finden. Ich habe keine Ahnung, ob die Sprache wirklich so früher war oder nicht. Ich habe wirklich da gar keine Ahnung. Da vorne ist er ja. Hallo, schöner Jaguarpelz. Bayek, welch glückliche Fügung. Ich dachte, es dauert Jahre, bis wir dich wiedersehen. Friede sei mit dir, Menehet. Wie geht's der Familie? Die Kinder werden mit jeder Minute größer. Meine Frau und ich haben alle Hände voll zu tun. Und du? Gibt es was Neues zu... Nein. Ich vergesse mich. Es gibt so vieles in deinem Leben, worüber man besser nicht spricht. Vergib mir. Ich sehe an deiner Kleidung, dass du befördert wurdest. Ah, ja. Der Hohepriester in seiner Gnade machte mich zum Stellvertreter. Und er hat noch viel mehr als nur meinen Rang verändert. Du musst dir den Tempel ansehen. Bekomme ich eine Führung? Natürlich, natürlich. Wann immer dir danach zumute ist. Es ist schon eklig, oder? Mit dem Kopf da vorne dran. Möchtest du jetzt eine Führung durch den Tempel? Nach dir, Menehet. Oder heißt es Diener der Göttin? Menehet reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das ist keine traurige Ruine mehr wie beim letzten Mal. Jarmu veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Von einer Räuberbande überwältigt, ha? Lautlos wie Geister. Onkel Bayek! Onkel Bayek! Hallo, Onkel. Juwel meines Lebens. Wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Bayek! Ah, wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man 4:1 in der Überzahl ist, ha? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich! Versteckt euch, denn der Wanderer verfolgt eure Fährte! Binde Menehets Kinder. Hinterhalt im Tempel. Wir spielen Versteck. Verstecken? Wirklich? Okay, Zenu hilft uns. Das ist ein bisschen unfair, oder? Eins. Zwei. Ist schon lustig, oder? Drei und wo ist Nummer vier? Oder waren das alle? Ne, da fehlt doch noch eins. Ah, hier irgendwo, okay.
Ist aber auch heftig, oder? Wenn Manahad jetzt auch so mit Bayek befreundet ist von früher, er hier mit seinen Kindern glücklich lebt und Bayek Frau und Kind verloren hat, das ist aber echt übel. Oh Mann. Mag man sich nicht vorstellen in Wirklichkeit, dass sowas passiert. Okay, da haben wir sie. So. Okay, 4 Kinder, wir haben 4 Markierungen. Das wird also nicht allzu schwer. Einmal ist hier oben eines, glaube ich. Ab nach oben. Zack. Da unten? Bestie, gleich. Soris, bleib zurück! Wow. Boah. Junge, pass doch auf. Da oben auf dem Dach, sind die verrückt? Wo verstecken die sich denn? Ist der lebensgefährlich. Bayek, bitte beeil dich ein bisschen, das arme Kind da oben. Naila Keba Hasina. Hallo, Vorsicht. Hasina, du musst jetzt runter hier. Von hier hat man einen wirklich guten Blick auf die Sterne. Nur die Priester dürfen sich hier aufhalten. Und das weißt du. Ja, aber ich wollte sehen... Still, komm jetzt runter. Wir beobachten die Sterne am Flussufer. Okay. Also irgendwie, ich weiß ja nicht, ich finde die Verstecke ein bisschen gefährlich, aber ist vielleicht auch Ansichtssache. Ach, Senu. Okay, dann ist da unten noch ein Kind im Brunnen? Was ist denn los mit denen? So, schön runter. Ich freue mich schon extrem auf den nächsten Bogen, wirklich. Oh nein. Keba. Was im Namen der Götter machst du da unten? Ich wollte mich verstecken, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich habe Angst. Ganz ruhig. Ich helfe dir da raus. Können wir den tragen, oder? Okay, was stand da gerade? Nee. Durchbricht die Wand. Ah, okay. Hier lang. Durch den Tunnel. Wir finden einen alternativen Weg. Geh sofort heim zu deiner Mutter. Sie macht sich schon Sorgen. Na, lauf, Kleiner. Ah, tolles Versteckspiel. Geht ja total in die Hose. Entschuldigung, Kleiner. Direkt mal umlaufen. Die haben sich aber auch wirklich weitläufig versteckt, ne? Hallo? Du hast mich. Jetzt versteckst du dich. Das war das letzte Kind. Das einzige Kind, das sich wirklich richtig gut versteckt hat, oder? Alle anderen haben es ein bisschen übertrieben. Es gibt Betrüger auf eurem Markt. Und ihr sagt, ihr könnt nichts unternehmen? Mit den Marktgeschäften habe ich nichts zu tun. Sprecht mit dem betrügerischen Händler. Priester, ihr seid ebenso falsch wie eure Mumien. Boah, starke Worte. Manahad, deine Brut ist wieder sicher zu Hause. Danke, mein Freund. Was wollte der von dir? Diese Besucher, sie erwerben religiöse Objekte und sind verärgert, wenn es in unserem Dorf keine toten Katzen mehr zu kaufen gibt. Ich bin zwar kein Händler, aber die Betrogenen lassen ihren Ärger leider meistens an mir aus. Das schreit nach einer starken Hand. Tote Katzen, das ist so grausam. Hinterhalt im Tempel abgeschlossen, Stufe 13, super. Fähigkeitspunkt, höhere Gesundheit und so weiter und so fort. Verfolgen wir. Etwas andere Votivgaben. Trifft die Händler beim Markt von Yamu. Fortschritt bei der Untersuchung, 0. Manche Händler sind vielleicht bereit, über die falschen Relikte zu sprechen. Das ist ja cool. Jetzt dürfen wir Fälschungen auf den Grund gehen. Mal ganz kurz wegen dem Aufstieg. Wir haben neue Ausrüstung, Waffen.
Ja, das können wir direkt zerstören. Können wir auch gerne zerstören. So. Verbessern können wir erstmal nichts. Hierfür brauchen wir wieder mehr Holz. Okay, hierfür brauchen wir... Holz, leichtes Leder. Dann können wir sogar verbessern, okay. Und auch nur leichtes Leder. Eine Menge leichtes Leder brauchen wir. Warum haben wir keine anderen Jagdbögen? Oder gibt es einfach keine? Das befürchte ich inzwischen fast. Na gut, noch einmal kurz Fähigkeiten. Wie viele haben wir? Einen Fähigkeitspunkt. Adrenalin ist voll, Nahkampfbeute. Na, ich würde gerne auf das hier warten. Adrenalin ist voll. Das kostet aber einige Fähigkeitspunkte. Wo ist denn diesmal der Nomadenbazar? Nur so am Rande? Da. Dann sollten wir vielleicht den Nomadenbazar zuerst machen, weil das ja eigentlich so eine kleine Pflichtaufgabe ist, dass wir da auf jeden Fall jedes Mal den Gegenstand mitnehmen. Was ist denn hier los? Und du? Ich wollte deine Brüder nicht töten. Das habt ihr drei euch selbst zuzuschreiben. Was? Was haben wir getan? Wen haben wir getötet? Okay, ich war's nicht. Ich war's nicht. Oh Gott, ich war's nicht. Okay. Wir können mal ganz kurz hier zum Schneider gehen. Vielleicht haben wir ja da inzwischen neue Sachen. Ich glaube es eher weniger, aber wenn doch, dann lohnt es sich nachzusehen. Persischer Prinz können wir gerne später mal anziehen, aber erstmal nicht. Die Mumien sind gefälscht. Hallo. Sei gegrüßt. Ihr seid am richtigen Ort, Neb. Wir haben alles, was euer Herz begehrt. Was ich begehre, sind Informationen zu falschen Reliquien hier auf dem Markt. Ich kenne die Gerüchte, ja, aber da ist bestimmt nichts dran. Und nun geh, wenn du keinen Ärger willst. Na gut, also der hat auf jeden Fall was zu verstecken. Brauchst du etwas Bestimmtes? Persische Wache, okay. Dafür werde ich keine Drachme bezahlen. Mahat, behüte dich. Okay, hier gibt es also auf jeden Fall Fälschungen. Das ist sehr interessant. Hallo? Weißt du irgendwas über falsche Mumien, die hier verkauft werden? Wenn du nichts kaufen willst, dann habe ich auch keine Zeit für dich. Menehet, der Priester, macht sich Sorgen wegen der... Und ich mache mir Sorgen um mein Geschäft. Also verschwinde jetzt. Ah, wer kauft denn Mumien? Das ist ja... Na gut, das sage ich jetzt so. Und ich wette, es gibt sogar viele normale heutzutage, die noch gerne Mumien kaufen. Na gut, ganz kurz hier die Quest wieder. Was können wir hier kaufen? Kohlenwasserstoff und die Truhe. Enthält eine zufällige Waffe oder ein Schild, öffnet sich nach dem Kauf automatisch. 3000. Das ist ja sehr teuer. Hallo? Magi! Ich brauche Hilfe, um ein paar Gegenstände für einen Freund zu finden. Es würde sich für dich lohnen. Das kann Reda dir garantieren. Das klingt ja super. Materialbeschaffung. Bring Reda die Materialien. Dann unterbrechen wir... Oh, Entschuldigung. Einfach mal hier den Weg blockiert. Okay, Materialien übergeben. Haben wir schon. Ein Geschenk. Von mir und nicht von den Göttern. Okay. Obwohl wir ja bereits wissen, dass du Rehs Günstling bist. Ja, ja. Nadel, seltener Speer. Stich sie mit dem spitzen Ende. 34 Qualität, Schaden 117 pro Sekunde. Okay, was haben wir denn gegeben? Ich hoffe nichts, was wir unbedingt gebraucht haben. Jetzt hier auch kein leichtes Leder, da hinten ist was. Aber auch kein leichtes Leder. Ich sehe kein leichtes Leder, kein leichtes Leder. Da haben wir schweres Leder bzw. Krokodilleder. Nee. Okidoki. Ja, ein Speer ist ja ganz nett. Können wir auch gerne mal ausprobieren, aber ihr wisst ja grundsätzlich bin ich eher der Schwertfreund. Speer, Nadel. Ja.
Ja. Ist bestimmt auch cool, aber wie gesagt, ich bin echt mehr hier Richtung... Am liebsten natürlich Schicksalsklingen, aber die ist vom Schaden her leider nicht mehr ganz so gut. Okay, wir wollen weiter Informationen sammeln und herausfinden, wer hier gefälschte Reliquien verkauft. Du dreckiger Naked Iadet. Du wagst es mir, diesen Ramsch hier verkaufen zu wollen? Okay, das hört sich sehr nach Aufruhr an. Mal gucken, wen können wir noch befragen? Aber da ist ja dafür werde ich keine Drachme bezahlen. Ey, hör mal, was ist los hier? Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Menehet schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt. Ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns, Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Wer steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. Okay, wenigstens... Der Händler ist auf dem Weg zum Bauernhof, okay. Wenigstens einer ist so fair, sag ich mal, und ist bereit, zumindest im Geheimen darüber zu reden. Das ist ja auch schon mal gut. Dann gehen wir zu kurz zum Waffenschmied. Vielleicht finden wir neue Waffen, beziehungsweise endlich den gewünschten neuen Jagdbogen. Bitte. Ah, hallo mein Freund. Wie kann ich helfen? Jagdbogen, ja. Selbsthilfemittel. Kraft aufladbar. Das Geschenk, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wird sofort gekauft. In Ordnung. Schwert? Nö. Aufrüsten. 3000. Den Bogen. Warum wird denn der jetzt nicht angezeigt? Oder kann man den nicht aufrüsten? Selbsthilfemittel. 195 pro Sekunde. Sieht sicherlich auch deutlich älter aus, oder? Ja. Relativ schade, oder? Dass unser Bogen im Nachhinein nur ein blöder Bogen ist, der scheinbar nicht so toll ist, weil den niemand sonst verkauft. Das ist ja so der seltenste Bogen überhaupt. Na gut, ich würde gerne die Schicksalsklinge verstärken, wie gesagt. Das machen wir dann auch mal bei Zeiten. Na, der Bogen ist schick. Okay, einmal bitte unser Pferd. Dankeschön. Und auf geht's zum Bauernhof. Hier könnten wir jemanden rächen, das machen wir nicht. Das machen wir vielleicht später mal gesondert, aber jetzt nicht so mittendrin. Vögel, weg mit euch. Ksch, ksch. Ja, oder auch nicht. Bleibt ihr einfach sitzen. Okay. Das war nicht geplant. Bitte Schwert wegstecken. Das sieht ein bisschen aggressiv aus. Danke, Bayek. Okay. Hallo. Mein Freund. Schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Komm, setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Dafür habe ich keine Zeit. Es ist eine so schöne Nacht. Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier. Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen, denn ihn erwartet großer Schmerz. Wer das Böse sucht, der wird es auch immer finden. Ich habe es fast erwartet. Wer durch unbekannte Gewässer fährt, riskiert dabei auf Grund zu laufen. Ich habe es fast erwartet, wisst ihr das? Das ist ein guter Kämpfer. Schade, dass seine Neugier ihm den Tod bringen wird. Friss Dreck, Magi Abschaum. Ich bin mal gespannt, wie deine... Und? Stich! Uiuiui. Und abserviert. Sprich mit dem betrügerischen Händler. Wisst ihr, uns hier hinzulocken und dann gar nichts zu sagen, ist die eine Sache. Aber uns dann Soldaten auf den Hals zu hetzen, das geht gar nicht. Na gut, er hat aber auch ein bisschen Angst.
glorias palasque, was man... Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede, oder du endest genauso wie deine Freunde. Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Besser das Lager als deinen Kopf. Oder beides, oder? Finde das Lager der Banditen. Die Götter werden mir gnädig sein, wenn ich diese Werkstatt zerstöre. So wahr Re lebt. So eine Schande. Na gut. Nicht nur die Götter, sondern auch die armen Händler hinten, ne? Oh, mal ganz kurz Interesse halber, wir müssen da hin. Okay, da beim Lager waren wir schon mal. Das ist genau das Lager, was wir aufgeräumt haben. Guck mal kurz, ganz kurz wegen leichtem Leder. Hätte ich ganz gerne. Boah, die Soundtracks sind richtig, richtig gut. Da kriege ich richtig Gänsehaut. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Habe ich viele Soundtracks, die gefallen mir wirklich super gut. Ach, ich liebe diesen Moment, wenn man sich ein Spiel kauft, dann vielleicht sogar eine Sonderversion kauft und dann aber merkt, oh, das war die richtige Entscheidung. So. Nochmal ganz kurz. Kein Leder. Das Questziel, okay. Ist das da schon im nächsten Gebiet, das Fragezeichen? Ja, okay. Wundert euch nicht, wenn ich ein paar Mal die falsche Taste drücke. Ich habe aktuell einen riesigen... Hey, was? Ihm nach! Boah, einen riesigen Tastensalat, weil ich mit ganz vielen verschiedenen Controllern spiele. Okay, da wollen wir mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Sieben, sechs, da ist die Ware. Unser Ziel, okay. Klingt beinahe zu einfach. Sag dich doch. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ich frage mich, wo er bleibt. Er hätte sie längst abholen sollen. Vielleicht hat ihn ein Kamel gefressen. Spar dir doch deine dummen Witze, Mereruka. Bald kann er keine Witze mehr machen. Man weiß ja nie. Das sehe ich mir an. Hast du das gehört? Hey, zu mir, sei Brüder! Sei wachsam, Bruder. Hast du was gehört? Bin gleich da! Durchhalten! Okay. Uah. Der geht weg, das ist gut. Verdammt! Der wird sich noch hochbringen. So. Schnell, schnell, schnell. Du bist auch weg. Und so. Hier können wir viel plündern. Wie mache ich das denn kaputt? Einfach schlagen? Okay. Weg damit. Weg damit.
Ich bin auch ein großer Fan von Replikaten. Also wenn man was kauft, dann ist es nicht original, sondern ein Replikat. Und man weiß es nicht. Das finde ich wirklich furchtbar, wenn man dann irgendwie... Keine Ahnung, ich finde das mit Überraschungseierfiguren so heftig. Ruhe haben. Es ist endlich getan. Dass es da wirklich so minimale Unterschiede gibt, wenn man dann da hunderte Euros für irgendeine Figur bezahlt, dann ist da irgendeine Stelze gefälscht oder sowas. Das ist richtig übel. Eine Hauptsache, möglichst großen Profit ausschlagen. So. Okay, auf zurück, das war's. Wir haben es zerstört. Und damit sollten wir diese, ich sag mal, Fälschungsproduktion erstmal halbwegs Einhalt geboten haben. Wobei, das wird man nie abschalten können. Na, streng genommen werden die jetzt irgendwo anders anfangen, die zu produzieren. Denn ich gehe mal nicht davon aus, dass wir da jetzt gerade die Hauptproduzenten getötet haben. Glaube ich nicht. Kornspeicher, glaube ich, oder? War ja damals ganz wichtig, dass man, wenn vielleicht mal eine Trockenperiode kommt, genug Korn und sowas angesammelt hat, um bloß nicht zu verhungern. Heute wird das dann importiert oder, ja, man importiert die Sachen einfach. Wenn irgendwo, meinetwegen keine Weintrauben wachsen oder, Weintrauben ist ein blödes Beispiel, keine Gurken zum Beispiel, dann kommen die Gurken eben aus Spanien, statt aus den Niederlanden oder sowas. Das ist total lustig. Was dieses Import-Export die Globalisierung alles möglich macht. Ist ja kaum noch vorstellbar, dass man einfach sagt, im Winter gibt es keine Gurken, weil die nicht wachsen oder sowas. Das ist ja heute nahezu ausgeschlossen. Sprich mit Menahed am Tempel der Sachmet in Jamu. Oh ja. Gut, ich denke mal, mit der Aufgabe sind wir ganz gut klargekommen. Zumal wir das Lager schon ein paar Mal leergeräumt haben, ne? Also ich jetzt zum dritten Mal, weil ich es einmal nachgespielt habe, und die habe es zum zweiten Mal gesehen. Ich freue mich schon richtig, wenn wir die Tempel erkunden, wisst ihr das? Beziehungsweise die Gräber, die Pyramiden und so weiter und so fort. Oh Mann, oh Mann. Ah, da bist du ja. Hallo? Wie kann ich einem alten Freund das Leben erleichtern? Heute Abend veranstalten wir ein großes Spektakel. Unsere Göttin Sachmet verteidigt das Volk gegen Isfets Chaos. Aber Pamu, unser Kämpfer, ist bisher nicht aufgetaucht. Wenn er nicht kommt, wird der Hohepriester mir die Schuld dafür geben. Ich gehe ihn suchen. Sachmet segne dich. Sein Haus ist nicht weit vom Markt, aber sieh erst in der Taverne nach. Es schmerzt mich, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Ach jo, ich bin's gewöhnt, ne? Pamu schätzt einen Becher Wein von Zeit zu Zeit. Gut, dann erstmal auf zur Taverne. Die Göttin des Gemetzels. Toll. Ah, schön. Haben wir eine richtige Aufgabenkette freigeschaltet. 180 Meter... Ah, toll. Wo soll das sein, wenn nicht in der Taverne, ne? Wir gucken mal ganz kurz. Fähigkeit, Ausrüstung. Neue Waffe, das war, glaube ich, wieder ein Speer. Genau, weg damit. Wir brauchen unbedingt leichtes Leder. Da auch, okay. Es ist wirklich schon sehr cool gemacht, muss ich sagen. Vor allen Dingen nochmal die Setting-Wahl. Es ist ja so unverbraucht, die Idee einfach Ägypten zu nehmen. Oh. Oh. Okay. Das ist sicher Pamu. Oh, Questziel gefunden. Aber egal, erstmal Leder. Wir lassen ihn noch ein bisschen liegen, ne? Betrunken, der läuft eh nicht weg. Jo. Nee. Boah! Das war der Geier. Habt ihr das gesehen? Das war ich gar nicht. Weiches Leder? Okay, ist gar kein leichtes Leder, sondern weiches Leder. Herstellung verfügbar, super. So, was machen wir denn? Wir können hier. Das könnten wir auch, ne? Na, noch ein bisschen Reptilienleder, okay. Erhöht den Fernkampfschaden. Wie immer, wir gucken. Oh yeah.
Das ist echt cool gemacht, oder? Im Vergleich zu den Stoffbändchen am Anfang, ne? Das ist schon nicht schlecht. Jo, dann haben wir hier noch ein paar andere Tierchen. Ein paar Hyänen sind das doch. Können wir auch gerne erledigen. Ja, kein Krokodil, oder? Nee. Boah, ich hab immer Angst vor denen, ne? Noch ein Krokodil. Okay, nehmen wir das noch mit und dann gehen wir zu unserem guten betrunkenen Freund. So. Ich bin gespannt, wann wir uns zum allerersten Mal dann die, ja, ich sag mal, die Haare stutzen. Bestimmt bevor wir Aya treffen, oder? Hartes Leder, und zwar gleich 4 Stück. Okay, dann ist noch ein bisschen weiches Leder. Ist schon grausam, Tiere nach ihrer Lederart zu benennen, aber ist ja nun mal so. Okay, sehr schön. Pferdchen! Und da kommt's angelaufen, guck mal, wie süß. Okay. Ausrüstung. Noch ein bisschen Krokodilleder brauchen wir auch. Ganz viel weiches Leder und Holz brauchen wir. Okay, wir müssen eine Menge sammeln. So. Und zurück in der Stadt. Tempel der Sachmet in Yamu. Ja, ja. Ich glaube, aber Alexandria wird immer was ganz anderes, oder? Oh. Schöne Taverne, ne? Oh, es brennt! Habt ihr gesehen? Es ist einfach gebrannt. Der Stuhl hat gebrannt. Stell das Feuer doch da weg, wisst ihr? Wer stellt denn das Feuer bitte direkt an Holz? Junge, Junge, Junge. Und der liegt da einfach besoffen auf dem Boden, wisst ihr? Kann ich mal bitte tragen. Oh, danke. Ich versuche schon seit Stunden, ihn loszuwerden. Wie, das ist jetzt der Kämpfer für die Show da im Tempel? Super. Jetzt sind wir nicht länger Magi. Fortan nennt man uns Assassinen.